Herzlich willkommen im Waldsportstätten zum ersten Folge vom BSV TV. Wir sind hier beim Spiel in der Regionalliga Nord zwischen BSV Rheden und SV Wilhelmshaven. Am Samstag verlor der BSV Schwarz-Weiß Rheden mit 1:2 gegen Goslar SC. Hoffentlich geht es heute besser, denn der Niederlage gegen Goslar SC war unnötig. Genau wie am Samstag gegen der Goslar SC setzt der BSV Schwarz-Weiß Rheden gleich Druck nach vorne. Viktor Pekol bringt den Ball wieder nach vorne. Torwart Hergen Gerdes sieht in Gefahr. Über diese Torwart werden wir heute noch mehr sprechen. Marco Story, Martin Schops. Und da kommt der lange Ball auf Marco Story. Torwart Hergen Gerdes ist als Erster dabei. Angriff Wilhelmshaven, die waren weniger in Anzahl. Freistoß Wilhelmshaven. Und Torwart Christian Seklarek hat hier viel Mühe mit Ecke. Und da greift Seklarek daneben, Glück für den BSV. Jetzt Freistoß Rheden. Francis Benecki, 100% Chance, er legt den Ball mit dem Kopf gegen den Pfosten. Freistoß Wilhelmshaven. Max Krämer wird ausführen. Ecke Wilhelmshaven. Ball fällt vor den Füßen von Benjamin Sturm und es steht 0:1. Am Samstag gegen Goslarer See lag man auch 0:1 zurück. Da fiel der Ausgleich schnell danach. Mal schauen, ob das jetzt wieder gelingt. Foulspiel, Freistoß, Rheden. Erneut Freistoß, Rheden. Hinter dem Ball Erdal Olge. Gefährlich, Torwart Hergen Gerdes rettet, doch auch abseits. Viktor Pekrol. Der BSV setzt wieder mehr Druck. Florian Stütz. Vorlage. Wird zurückgelegt auf Marius Winkelmann. Sein Schuss misslingt. Doch da ist Danny Ahren. Danny Ahren spielt heute für Paul Kosenko. Schuss knapp neben das Tor. Rheden erhöht das Tempo. Viktor Pekrol. Vorlage. Und da ist wieder Torwart Gerdes. Ecke. Und das war gegen Goslar zweimal Tor. Gut geklärt von der Wilhelmshaven Abwehr. Der BSV will der Ausgleich. Danny Arendt legt nicht ab, doch schießt selber und knapp am Tor vorbei. Der Ausgleich war so langsam verdient gewesen. Marco Story legt zurück. Ball kommt wieder vorne und das ist Alexander Neumann. Doch wieder Torwart Hergen Gerdes. Wilhelmshaven auf links. Vorlage und da steht ein Wilhelmshaven-Spieler frei und es steht 0:2. Torschütze per Kopf, das war Christian Skoda. So geht das oft im Fußball. Der BSV Schwarz-Weiß Rheden drückt und drückt auf den Ausgleich. Doch einmal nicht aufpassen dahinter und es steht 0:2. Und das ist auch der Halbzeitstand. Halbzeitstand bei der Partie BSV Schwarz-Weiß Rheden gegen SV
Francis Benecki, der heute mehr nach vorne spielt. Vorlage, aber da ist niemand. Foulspiel auf Alexander Neumann. Freistoß. Florian Stütz führt aus. Wieder Torwart Gerdes, doch auch abgepfiffen. Foulspiel an diese Torwart. Marius Winkelmann. Der BSV drückt wieder. Hier mit der eingewechselte Christian Hegerfeld. Vorlage und wieder Torwart Gerdes. Ja, am Anfang habe ich davor gewarnt, dass ich seinen Namen öfters nennen werde. Wenn der immer so spielt, ist es ein Spitzentorwart. Dann kann der hör auf. Francis Benecki. Auf Christian Hegerfeld. Schlechte Abwehrarbeit. Der Ball kommt bei Francis Benecki. Er schießt und wieder Gerdes holt der Ball aus der Ecke. Alexander Neumann. Schuss und da brauche ich nichts mehr zu sagen. Wenn der BSV heute verliert, dann ist man gescheitert an Torwart Hergen Gerdes. Danny Arendt. Auf Martin Schops. Spielt auf rechts. Ball kommt wieder vorne. Abgewehrt. Doch der BSV bleibt im Ballbesitz. Christian Hegerfeld. Vorlage. Abgewehrt. Doch der Ball kommt nochmal fürs Tor. Torwart Hergen Gerdes. Alexander Neumann, guter Schuss, doch wer anders als Hergen Gerdes. Und hier wieder, was der alles rausholt. Unglaublich. Christian Hegerfeld. Auf links. Und kein Problem für Gerdes. Francis Benecki steht frei. Schuss und da ist er, der Anschlusstreffer. 1:2. Mehr als verdient. Endliches Torwart Gerdes geschlagen. Da sind noch 17 Minuten zu spielen. Also ein Ausgleich mindestens ist noch möglich. Der bessere Mannschaft ist klar der BSV Schwarz-Weiß Reden. Danny Arendt. Michael Wessel. Christian Hegerfeld. Danny Arendt. Auf Florian Stütz. Marius Winkelmann macht der Schops, Schuss über das Tor, aber was passiert da? Martin Schops prallt gegen Paul Kosenkov mit seinem Kopf und auf den Boden. Entsetzen, nicht nur bei den BSV-Spielern, auch die Spieler von Wilhelmshaven. Rufen um ein Trage, rufen um ein Arzt, kein Arzt da, keine Trage da. Nach 15 Minuten kommt dann der Arzt vom Deutschen Roten Kreuz. Martin ist eine Minute bewusstlos gewesen. Jetzt ist er wieder klar ansprechbar. Der Trager des DRK kommt auf dem Spielfeld und Martin Schops wird ins Krankenhaus gebracht.
Wir wünschen Martin Schops gute Genesung und bald wieder auf dem Platz bei der BSV. Wir wünschen alles Gute unserer Nummer 6 und unserem Kapitän Martin Schops. Und dann geht es weiter. Das Spiel hat mehr als 20 Minuten stillgelegen und keiner hat mehr richtige Lust. Jeder ist entsetzt. Wir hatten noch Fußball gespielt, aber ich glaube, die meisten wollten nach Hause. Aber es ist inhärent am Sport und am Fußball. Verletzungen sind dabei und auch manchmal schwere Verletzungen. Der BSV versucht doch noch den Ausgleich zu machen und ist hier wieder fast dabei. Doch wieder Torwart Gerdes. Ich glaube, der BSV und nachher auch Martin Schops im Krankenhaus würde sich über ein Unentschieden freuen. Doch das wird nicht mehr passieren, auch wenn hier noch Christian Siklarek mit nach vorne geht. Es fällt kein Tor mehr. SV Wilhelmshaven freut sich bescheiden über den Sieg. Der BSV Schwarz-Weiß-Reden ist doppelt traurig. Doch bestimmt wird der Martin Schops bald wieder fit sein. 1:2 zwischen der BSV Schwarz-Weiß-Reden und SV Wilhelmshaven. Ein Punkt nur in 2 Heimspiele. Und am Samstag steht das schwere Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel auf dem Programm. Wir gehen davon aus, dass das nächste Heimspiel gewonnen wird. Bis dann verabschiede ich mich und sage Tschüss.